Guten Tag. Ich möchte allen, die mich kennen und überhaupt allen Mitmenschen gern einen Statusbericht geben, wie meine momentane Situation ist. Heute ist der 20.11.2014. Sollte es kurzfristige Änderungen geben, werde ich die als Kommentar unten anfügen. Am 17.11.2014 hat mein derzeitiger Arbeitgeber mich mit sofortiger Wirkung suspendiert. Ich konnte zusammen mit einem anderen Mitarbeiter meine persönlichen Dinge aus meinem Büro noch mitnehmen und habe dann alles abgeben müssen. Ich bin insofern, wie gesagt, suspendiert. Das Wort Kündigung steht im Raum. Das ist der Stand der Dinge. Ich wollte euch darüber etwas informieren. Ich muss etwas vorsichtig sein mit dem, was und wie ich es sage. Ich sage hier zum Beispiel nicht, wo mein derzeitiger Arbeitgeber sich befindet. Ich sage nicht, wer er heißt und wer er ist. Ich habe euch nur mitgeteilt, was vor einigen Tagen jetzt geschah. Es ist mir aber ein Bedürfnis, etwas dazu anzudeuten, weil wenn ich etwas hören würde, dass jemand so schnell entfernt wird, wenn ich mal so sagen darf, dann könnten mir schon die einen oder anderen Ideen kommen, warum das denn so sein muss. Ne? Also, ich möchte da jetzt nicht näher unangenehme Beispiele aufzählen. Ich kann euch versichern, es wurden mir mündlich drei Dinge genannt, die haben alle mit der konkreten Arbeit oder Tätigkeit insofern, denke ich mal, nichts zu tun. Eins davon ist absolut nicht zutreffend. Eins davon sehe ich als ein Zeichen meiner konstruktiven Mitarbeit und konstruktiven Kritik, die ich in angemessener Form geleistet habe, an. Und das Dritte, das könnt ihr euch sehr wahrscheinlich denken. Wer mich kennt oder meinen Namen kurz googelt, der weiß, für welches gesellschaftspolitische Thema, für welches Problem, für welches drängende Problem ich seit längerer Zeit stehe, wo ich mich einsetze, wo ich aktiv bin und spätestens seit dem 1. August 2013 auch öffentlich und mit einem eigenen Blog und so weiter. Wer da Burkhard Tom Bub googelt, wird da, denke ich, schnell darauf stoßen. Das war der dritte Grund, eine Aktion, die damit zusammenhing, wo ich mir ebenfalls keinerlei Schuld wirklich bewusst bin. Wo aber gesagt wurde, ich hätte in der Art und Weise eben eine Grenze überschritten, die ich nicht überschreiten darf. Ich denke, als Performer, der ich auch bin, nicht oft, aber es gibt auch da genügend Beispiele, zum Beispiel den Krawattenmann oder die Performance Das Bloch und ähnliches, alles auch im Netz nachzulesen. Auch da denke ich, meinerseits, ich habe überhaupt nichts überschritten. Die Sache wird sich klären vielleicht in Tagen, in Wochen, in Monaten. Zu meinen Gunsten oder zu meinen Ungunsten. Ist es zu meinen Ungunsten? Ich bin 57 Jahre alt, in wenigen Tagen. Ich bin anerkannter Schwerbehinderter. Wenn es zu meinen Ungunsten ausgeht,
Im herkömmlichen Sinne würde man dann sagen, das war's dann halt, ne? Ich kann nicht behaupten, dass mir die ganze Sache leicht fällt, aber ich bin nicht fixiert auf materielle Dinge. Mir sind andere Dinge wichtiger. Und diese Dinge, die halten mich auch aufrecht. Und es ist auch mein Glauben an mehr soziale Gerechtigkeit, an Humanität, an Verständigung, an Verbesserung und an Hilfe zur Selbsthilfe. Das sind Dinge, das sind Werte, die mich aufrechterhalten. So viel zum Status quo. Wie gesagt, ich durfte nicht sehr konkret und nicht sehr deutlich werden. Es steht im Raum, dass ich Rufschädigung gegen meinen Arbeitgeber begehe. Das war nie meine Absicht. Meinem derzeitigen Arbeitgeber, derzeitigen, na, den Ruf zu schädigen. Das war es nicht, das ist es nicht. Ich habe aber nicht als Beamter, sondern als Angestellter auch das Recht auf eine freie Meinungsäußerung. Ich lege immer Wert darauf, niemand konkret zu verletzen mit Schimpfworten oder gar gewaltsamen Parolen oder etwas in der Art zu arbeiten. Das ist nicht mein Stil, das habe ich nicht getan, das tue ich nicht. Ich werde dranbleiben, ich werde weitermachen und der nächste konkrete Veranstaltungshinweis am Mittwoch, den 26. November 2014 von 11 bis 16 Uhr in Mainz, in der Landeshauptstadt Mainz, am Theatervorplatz bzw. am Gutenbergplatz, Haltestelle Höfchen. Da wird es eine Veranstaltung geben, in der es um die, oder gegeben haben, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und bei dieser Veranstaltung werde ich, wenn nicht noch was dazwischen käme, werde ich einer der Gastredner sein und habe auch ein bisschen Zeit zur Verfügung und werde dort zum Thema Hartz IV, zum Thema Hartz IV und zu den kommenden Rechtsvereinfachungen, die jetzt beschlossen und eingeführt werden sollen, werde dazu in dieser Rede Stellung nehmen und ich hoffe, dass der eine oder andere dort vorbeikommt und dann diese Veranstaltung im Netz ein bisschen supportet und unterstützt. Und auch ansonsten, wer mir Solidarität zeigen möchte, kann das gern tun. Wichtiger wäre mir, geht raus, macht was im Netz, im realen Leben, in meinen. Tut irgendeine gute Tat, die ihr nicht unbedingt tun müsstet. Das ist wichtig. Alles Gute. See you.